So, hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ja, ich hoffe, ihr freut euch so sehr wie ich. Ich habe festgestellt, draußen ist es ein bisschen warm. Also ich habe in diesem Outfit tatsächlich geschwitzt. Wer hätte es gedacht? Ja, ich muss sagen, ich habe heute wieder sehr wenig Geld ausgegeben. Fragt nicht, wie ich das mache. I don't know. Eigentlich habe ich jetzt für 2 Gerichte eingekauft. Eigentlich wollte ich für 4 einkaufen, aber dann habe ich gedacht, ich gehe Ende der Woche nochmal einkaufen und für 4 Gerichte, da werden die Sachen bestimmt schlecht und da kann ich wieder die Hälfte wegschmeißen. Zum Beispiel bei Gemüse ist das so, Möhren gibt es ja nur in so einem großen Pack. Ja, für mich alleine ist das viel zu viel. Ich brauche vielleicht 1, 2 Möhren für ein Gericht, das nächste Gericht ist ohne Möhren und dann werden die halt schlecht. Also Möhren werden sowieso schnell schlecht und dann werden die halt bei mir schlecht und dann kann ich sie wegwerfen, ja. Das ist so mein Problem. Ich finde das schade, dass man Möhren nicht einzeln kaufen kann. Oder zum Beispiel, ich habe noch eine Banane übrig, aber ich kriege die Banane nicht runter. Also ich habe so, wie soll ich sagen, mir ist echt übel, wenn ich, also morgens ist mir echt übel, wenn ich ans Essen denke. Beziehungsweise, ich wollte heute die Banane essen, ich habe direkt Würgereiz bekommen. Es geht nicht, ja, und ich habe schon so meine Vermutung, woran das liegt. Also ich denke, meine Hormone sind im Arsch, also Östrogen und Progesteron. Ich glaube, die sind im Keller. Ich sollte das mal durchchecken lassen, weil das ist auch so eine kleine Nebenwirkung, wenn die Hormone im Arsch sind. Vielleicht wisst ihr ja mehr darüber, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, jetzt geht's nicht los. Genau, ich gehe Freitag nochmal einkaufen, ja? Aber ich werde am Wochenende backen. Das heißt, am Freitag kaufe ich nur Sachen zum Backen ein, ja? Für meine Torten, ja? Also wenn ihr diesen Food Haul auch sehen möchtet, nur mit Backsachen, dann schreibt es in die Kommentare. Dann drehe ich auch nochmal einen Food Haul darüber, also nur mit Backsachen. Ja, und wenn euch das nicht interessiert, dann nicht. Dann kommt wieder am Montag der nächste Food Haul online mit ganz normalen Sachen, so wie jetzt. Genau, lasst es mich wissen, was ihr gerne möchtet. So, jetzt geht's los. Wollte ich noch was sagen? Ja, ich wollte schon mit der App bezahlen. Es hat leider nicht geklappt, weil ich habe was auf meinem Handy gesucht und dann kam dieses Internet und ich habe das weggedrückt, ja, weil ich was gesucht habe und dann war ich halt mit dem Internet verbunden, konnte aber keine Seite öffnen. Das heißt, ich konnte leider mit der App nicht bezahlen, was ziemlich ärgerlich war, aber nicht schlimm. Zum Glück hatte ich meine Karte dabei. Jetzt geht's aber los. Ich sage euch, was ich eingekauft habe, was wir diese Woche kochen werden. Genau, los geht's. So, und zwar, zuallererst habe ich diese Brötchen gekauft. Diese hier, das sind Mehrkornbrötchen. Die habe ich euch ja schon letztens gezeigt. Und ich habe die jetzt ausprobiert und die sind genauso lecker wie die von Aldi. Weil die von Aldi fand ich sehr gut und die schmecken genauso lecker. Deswegen Brötchen, weil ich habe immer, also ich habe immer Heißhunger auf Brötchen. Ich esse nur noch Pancakes zum Frühstück oder Brötchen. Genau. So, ach genau, und wenn ihr wissen wollt, wie viel ich abgenommen habe, also wenn ihr immer auf up-to-date sein wollt, was aktuell so Stand der Dinge ist, weil die Vlogs sind ja noch ein bisschen verzögert, dann folgt mir auf Instagram. Ich aktualisiere das immer in meinem Profil. Da seht ihr immer die aktuelle Abnahme. Es kann zwar immer wieder schwanken, aber dort findet ihr halt immer den aktuellen Stand, wie viel ich aktuell abgenommen habe. Für diejenigen, die es interessiert, ja, damit mich nicht immer fragen, wie viel hast du schon abgenommen und ich das nicht beantworten muss jedes Mal. Da findet ihr immer, also da steht immer das aktuelle Gewicht. Also nicht Gewicht, sondern wie viel ich aktuell abgenommen habe. So, genau, hier Brötchen. Dann geht es weiter mit 2x Milch für meinen Eiskaffee. Genau, ich verzichte nämlich morgens nicht auf meinen Eiskaffee. So, dann geht es weiter mit 2x Butter, Landliebe, die waren im Angebot zum Backen. Ach genau, ich wollte noch Energy kaufen, weil Energy war im Angebot. Aber die mit Zero Zucker waren ausverkauft. Ja. Aber ist vielleicht besser so. Ich sollte nämlich keine Energies mehr trinken. So, dann gibt es weiter eine Paprika. Die gab es auch so in so einem großen Pack mit 4 Stück. Aber ich brauche keine 4 Stück Paprika, deswegen eine. So, dann geht es weiter. Eine Zucchini. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was es wieder zum Essen gibt. Also ich glaube, die Gerichte, die ich koche, die kann man schon an einer Hand abzählen. Es ist immer dasselbe, weil ich immer Lust auf diese Gerichte habe. Thunfisch,
Einmal in Olivenöl und einmal in eigenem Saft und Aufguss. Da muss ich sagen, der im eigenen Saft und Aufguss ist zwar trockener als der in Olivenöl, aber ich mag beide gerne. Ja, ich liebe Thunfisch. Ja, ich habe so eine Thunfischsucht, kann man schon sagen. Dann geht's weiter. Zweimal Mozzarella. Leichter Genuss, 50% weniger Fett. Genau. Dann geht's weiter. 4 Tomaten. Eine Lauchzwiebel. Einmal hier feuchte Tücher. Dann einmal hier eine Halbfettmargarine mit 39% Fett. Ja, ist trotzdem zu viel, ne? Ja, egal, ich brauche Margarine. Und zu guter Letzt, ups, und das war's schon. Das war's schon. Und einmal hier, das war im Angebot von Hofmeier Hähnchenbrust Filet-Roulade. Genau das habe ich gekauft. Das war im Angebot fürs Brötchen. Ich habe noch ein bisschen Frischkäse und das für Brötchen. Dann habe ich noch Tomaten, auch fürs Brötchen. So. Und was noch? Genau, was werden wir machen? Ansonsten machen wir diese Woche Couscous-Pfanne. Couscous-Gemüsepfanne kennt ihr schon. I love it. Ich liebe es. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Dafür brauche ich das Gemüse. Couscous habe ich tatsächlich noch. Sogar 2 Pakete noch. Habe ich mal gekauft und jetzt habe ich es noch. Also Couscous-Gemüsepfanne. Mmm, lecker. Und es gibt, wisst ihr es? Ihr wisst es schon. Es gibt Thunfisch-Baguette. Ja, genau. Und zwar habe ich wieder Heißhunger auf mein Thunfisch-Baguette. Ja, dazu muss ich sagen, so ein ganzes Baguette, also als ich das letztens gemacht habe, war so ein ganz, obwohl es ist schon wieder länger her, seitdem ich Thunfisch-Baguette gegessen habe, ne? Also so ein ganzes Baguette, das muss ich sagen, ich bin danach tatsächlich überfressen, ist mir zu viel. Aber ich habe so momentan Heißhunger auf so fettige Sachen, ja? Und ja, das Thunfisch-Baguette, auf jeden Fall dieses, ich mache ja immer 2 Stück und ein langes ist tatsächlich too much. Ich bin so überfressen und da nehme ich auch nicht ab. Ich denke, wenn ich das auf die Hälfte schneide und eine Hälfte zum Mittagessen esse, bin ich auch gut gesättigt. Und die nächste beim nächsten Mal zum Mittagessen esse, bin ich auch gut gesättigt. Also wenn ich mir tatsächlich nur die Hälfte vom Thunfisch-Baguette mache, ist das, glaube ich, besser und ist auch magenfreundlicher für mich. Ich werde es mal ausprobieren. Das heißt, ich kann dann 4-mal Mittagessen, beziehungsweise ich kann ja auch eine Hälfte zum Frühstück und eine Hälfte zum Mittagessen zum Beispiel. Ja, weil altes Baguette, also das schmeckt frisch am besten, muss ich sagen. Dieses, ja, am nächsten Tag schmeckt das nicht mehr so gut wie frisch, ne? Und das Baguette mache ich übrigens selber immer noch. Ja, das backe ich selber. Genau, und wenn ihr auch mal das Thunfisch-Baguette machen wollt, dann schickt mir gerne eure Fotos oder markiert mich auf Instagram. Dann kann ich das reposten. Und ihr müsst schon alle wissen, wie das Rezept funktioniert. Ich habe es schon tausendmal gezeigt. Genau, so, und das war mein Futur. Habe ich was vergessen? Nö. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch diesen extra Futol sehen wollt mit in Anführungsstrichen Backsachen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr diese Woche kochen werdet. Genau, vielleicht lasse ich mich mal wieder inspirieren. Ja, genau. Und meine Lieblingsgerichte, ach, ihr wisst, ihr kennt schon meine Lieblingsgerichte. Ihr wisst, ich koche immer dasselbe. Es wiederholt sich immer. Es wiederholt sich immer. Selten, dass ich mal was Neues ausprobiere. Das liegt daran, dass das mir einfach übel ist, dass ich einfach keine Lust, also das, ich hatte letztens auch Mozzarella, letzte Woche Mozzarella Kartoffelgratin. Ich habe mal was Neues ausprobiert und dann, als ich das gemacht habe, ich gedacht, boah, ich krieg das nicht runter, ich habe so keinen Bock drauf, ne? Aber dann, als es fertig war und ich es gegessen habe, habe ich es runterbekommen und alles war gut, aber diese Übelkeit davor, ne? Und sich dann zwingen, das zu essen, ist schon so, ja, ich weiß. Genau. So, das war's. Das war mein Food Haul. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne Feedback. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns in einer meiner nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!